Wir müssen das Mobilitätsgesetz viel mutiger und dramatisch schneller auf die Straße bringen. Und um das zu erreichen, brauchen wir messbare Ziele und auch Zwischenziele auf dem Weg zu einem lebenswerten Berlin, zu einer Stadt, in der alle Menschen sicher und bequem Radfahren können und sich auch sicher und gerne im öffentlichen Raum aufhalten wollen. Wenn ich mich an den Leitfaden orientiere, habe ich die erste bezüglich der Zielvision etwas umdefiniert, und zwar in der Richtung, in der Matthias das auch gerade schon angesprochen hatte und Herr Habeck das wohl auch getan hat. Wir müssen nicht nur nach 2035, 2030 gucken, wir müssen in die nächsten Jahre gucken. Und ich glaube, das ist das zentrale Thema und das ist das für die Zukunftsvision auch das Thema. Wir müssen, wir möchten das Mobilitätsgesetz in Berlin auf den Straßen umgesetzt sehen. Das heißt, wir brauchen 100 Kilometer Radschnellwege, damit die Pendler zügig in die Innenstadt kommen und auch wieder rausradeln können. Wir brauchen 100.000 Radstellanlagen, damit wir die Fahrräder auch am Abend eines Tages, eines langen Arbeitstages wiederfinden. Wir brauchen ein Radnetz mit einer engen Maschendichte und sicheren Radverkehrsanlagen an allen Hauptverkehrsstraßen. Das sind ungefähr 1.600 Kilometer, über die wir reden, an denen ungefähr die Hälfte überhaupt keine Radverkehrsanlagen hat. Wir müssen der Vision Zero, die gesetzlich verankert ist, einen großen Schritt näher kommen. Und das muss schnell passieren. Wir können da nicht lange mit warten. Die Sicherheit im Straßenverkehr muss schnell hergestellt werden. Und wenn wir das erreichen, dann haben wir viel, viel mehr Berlinerinnen und Berliner, Seniorinnen und Senioren und Kinder auf dem Fahrrad in der Stadt. Das ist das, was in den nächsten Jahren als Zukunftsvision, als nahe Zukunftsvision wir vom ADFC sehen. Und wenn ich darüber etwas weiter hinaus denke, dann brauchen wir eine menschenfreundliche und klimagerechte Stadt, in der nicht die Autos, sondern die Bedürfnisse der Menschen, das Stadtbild und die Nutzung des öffentlichen Raumes prägen. Das heißt, wir brauchen, und ich komme jetzt mal einfach auf den Punkt, wir brauchen drastisch weniger Autos in der Stadt. Wir müssen drastisch weniger Autos in der Stadt haben. Im Moment ist es immer noch so, dass wir jedes Jahr, Jahr für Jahr in Berlin und auch deutschlandweit mehr Autos bekommen und das geht nicht. Wie erreichen wir das? Wie können wir das erreichen? Wie ist das Zielbild? Wir brauchen eine Flächengewinnung durch die Umwandlung von Parkplätzen im öffentlichen Raum. Und ich rede da von großen Zahlen. Also die Vision, das Ziel ist so etwas wie 60.000 Parkplätze im Jahr umwandeln in nutzbaren Raum, in Aufenthaltsqualität, in Platz für Fahrräder. Wir brauchen lebendige, autoarme Kieze ohne Durchgangsverkehr. Eine Regelgeschwindigkeit von Tempo 30. Und wenn ich jetzt mal weiter in die Zukunft gucke, dann werden wir autonom fahrende Autos haben. Und wenn die im Privatbesitz sind, dann ersticken wir im Verkehr. Das heißt, wir brauchen alle autonom fahrenden Autos, die ausschließlich geteilt werden. Wir brauchen einen stadtverträglichen Güterverkehr und natürlich keine Verbrenner mehr in der Stadt. Wenn ich jetzt mal hingucke, wo stehen wir denn jetzt hier? Also in Richtung Problemanalyse oder Ist-Analyse gucke, dann haben wir hier in Berlin politisch für den Radverkehr und für eine lebenswerte Stadt eine super Ausgangslage, eine gute Ausgangslage. Wir haben eine rot-rot-grüne Koalition, wir haben mit Regine und Ingmar eine grüne politische Hausleitung bei SEN-UVK und wir haben ganz viele grüne Bezirke. Das ist klasse, also super Ausgangslage. Wir haben ein Mobilitätsgesetz in Berlin, das eindeutig und mit weitem Abstand das Beste in ganz Deutschland ist. Und prima. Also könnten wir uns eigentlich zurücklehnen und sagen, hey, wir legen Füße hoch und gucken, wie alles sich entwickelt. Das klappt aber im Moment nicht in Berlin. Das heißt, die notwendige Zusammenarbeit zwischen Bezirken und Land, selbst in rein grüner Konstellation, funktioniert eigentlich nur in Ausnahmefällen. Und in den Ausnahmefällen oder wenn es sich zufälligerweise persönlich sehr engagierte Menschen treffen und wirklich persönlich alles geben. Wir haben nach wie vor die Situation, dass das Landesgesetz, das Mobilitätsgesetz auf Senats-, also auf Landesebene, als auch auf Bezirksebene gebrochen wird. Wir laufen allen Terminen, die einmal vereinbart worden sind, die auch gesetzlich festgehalten sind, mindestens ein Jahr hinterher. Und was ist mit einer Ursache davon ist, die Projekte, die notwendigen Projekte, werden kaum bis gar nicht gesteuert. Es fehlt letztendlich die Governance da drin. Ich selber bin in keiner politischen Partei. Ich würde mich mal sagen, aber eigentlich als grünen Stammwähler bezeichnen. Zugegebenerweise für die nächste Wahl bin ich diesbezüglich so unsicher wie noch nie. Und ich sage es nochmal deutlich, wir müssen jetzt was ändern. Die Verkehrswende wird euch sonst aus der Hand genommen.
Oder in einem anderen Satz zusammen gesagt, wir haben kein Erkenntnisproblem, was getan werden muss. Das ist klar. Wir haben ein deutliches Umsetzungsproblem. Wie kommen wir dahin? Wir brauchen eine Regierung auf Landes- und auf Bezirksebene, die den Willen und vor allem auch die Kompetenz hat, Berlin zu einer lebenswerten Metropole zu entwickeln. Eine Regierung, die auch in der Lage ist, die Verkehrswende zügig umzusetzen. Und die Aufgabe der Politik ist es, Ziele zu erarbeiten, vorzugeben und stringent zu verfolgen. Und um das tun zu können, müssen die Ziele messbar sein und müssen festgehalten werden. Natürlich kann es sein, dass man ein Ziel nicht erreicht, kann kontrolliert werden, wenn es messbare Ziele sind. Aber dann kann man das auch erklären. Aber nur, wenn ich ein messbares Ziel habe, kann ich gucken, ob ich im Plan bin oder ob ich on track bin. Die Erfahrungen aus 2 Jahren Begleitung des Mobilitätsgesetzes zeigen, dass letztendlich nur wenn Zahlen und konkrete Ziele vorhanden sind, da passiert auch was. Ich mache mal ein Beispiel dazu, das ist noch sehr allgemein, ich mache ein Beispiel dazu in Richtung Lösung. Wenn wir signifikant weniger Autos in der Stadt durch Umwandlung von öffentlichen Parkplätzen wollen, dann brauchen wir dafür ein messbares Ziel für die MIV-Reduktion. Das heißt als Beispiel 60.000 Parkplätze pro Jahr umwandeln. An der Stelle geht es um Klotzen und nicht Kleckern. Der zweite wichtige Punkt ist, die Zuständigkeit und Verantwortung für Projekte muss geklärt und auch gestaltet werden. Also die Zuständigkeit für Projekte, die auf Landes- als auch auf Bezirksebene. Ein konkretes Beispiel dafür wäre, dass man die Verantwortung, also im Moment ist es ja so, dass die Verantwortung für die Planung und Baudurchführung der Radschnellwege bei der Infovelo liegt. Und das macht auch hochgradig Sinn. Und um das einfacher zu machen, auch für die Hauptverkehrsstraßen, wäre ein konkreter Vorschlag, dass die Verantwortung und Kompetenz für Planung und Baudurchführung zumindest vom Vorrangnetz auch auf Landesebene verankert wird. Und dann auch im Sinne einer Projektgovernance zügig und schnell verfolgt werden kann. Und wenn es denn Probleme gibt, dass man auch justieren kann. In einem Satz gesagt, mir ist völlig klar, dass das schwierig ist. Mir ist völlig klar, dass das bezüglich des AZG ganz, ganz schwierig ist. Ich würde das so formulieren, mehr Führung wagen. Ich nehme mal ein ganz positives Beispiel aus den letzten Wochen. Wir haben in Friedrichshain-Kreuzberg mit den Pop-Up-Bike-Lanes ja einen enormen Erfolg hier in Berlin gehabt. Wir haben in sehr kurzer Zeit 20 Kilometer temporäre Fahrradanlagen bekommen. Und da haben einfach 2, 3 Leute sich getroffen, sich verstanden und sind mutig, ganz mutig, und ich erkenne das an der Form gegangen. Und das wünsche ich mir mehr. Ich denke, wir brauchen viel mehr Mut, Dinge auch mal zu wagen. Der dritte Aspekt, den ich ansprechen würde, ist die Qualifizierung des Personals im Vorfeld zu der nächsten Wahl. Und die Fragen werden gestellt werden. Und auch die Möglichkeit für eine Partei innerhalb einer Legislaturperiode gegebenenfalls kollektive Maßnahmen einleiten zu können. Nach der Wahl kommen immer ganz schnell aus politischen Gründen raus Menschen in Verantwortung für operative Themen als Kopf einer Verwaltung. Und dafür macht es Sinn, diese im Vorfeld zu qualifizieren und das auch transparent zu machen. Ich glaube, darüber würde mir auch das Vertrauen da sein, dass die Grüne Partei, wenn sie denn gewählt wird, auch in der Lage ist, dementsprechend das Mobilitätsgesetz umzusetzen. Und ich möchte euch nochmal Mut machen, wenn ich jetzt weiter gucke, wenn ich gucke, was passiert in Berlin und ich gucke nach außen, nach Paris, nach London, nach Wien, Brüssel, dort wird in einem viel größeren Maßstab agiert. Das heißt, da werden große Flächen autofrei gemacht oder Tempo 30 gezogen. Und hier in Berlin ist es so, dass der regierende Bürgermeister im Wesentlichen zuschaut. Und von daher möchte ich euch den Mut machen, seht zu, dass ihr eine grüne Bürgermeisterin stellt.